Nur alles wird wie in der Rest der Welt sein, außer in einem Bereich. Und das möchte ich jetzt ansprechen. Hallo, das neue World Handicap System ist wirklich bald da. Ja, gleich im Jahr 2021 wird das Handicap neu berechnet. Es gibt wirklich positive Änderungen und ich möchte diese Änderungen in diesem Video für dich zusammenfassen. Aber im deutschsprachigen Golfraum gibt es einen Bereich, eine Implementation dieses Systems, was meiner Meinung nach nicht sehr positiv ist. Das werde ich am Ende des Videos erklären. Okay, aber positiv zuerst. Wie wird das Handicap berechnet? Es ist ein Durchschnitt. Ein Durchschnitt der 8 besten Scores der letzten 20 Runden. Nun, warum ist das gut? Ich finde das gut, weil für mich spiegelt das spielerische Potenzial des Spieles viel, viel besser als früher. Früher hat man eine Bombenrunde gespielt und dann war das Handicap plötzlich so viel besser und dann wurde es ziemlich schwer, das dann zu spielen. Auf der anderen Seite, man ist so, hat so eine Angst vor dieses Hochgehens, dieses 0,1, dass man dann gar nicht Turniere spielt. Aber wenn ich 20 Gelegenheiten habe, habe ich wirklich mehrere Chancen, gut zu spielen. Und ich muss auch nicht immer gut spielen. Ich finde, Golfer sollten Turniere spielen. Das ist das beste Training überhaupt. Besser als eine Trainerstunde. Und dieses System motiviert das, meiner Meinung nach. Es gab in den letzten Monaten nicht so viel Information, wie das Handicap im deutschsprachigen Raum implementiert wird. Aber jetzt weiß man es. Stableford-Runden wird es zum Glück noch geben. Nur für die Berechnung des Handicap-Indexes werden Brutto-C-Spiel-Runden dargestellt. Und das finde ich ganz toll. Also früher hat man immer Punkte gezählt, aber jetzt gibt es richtige Ergebnisse. Wenn man zum Beispiel einen Strich hat an einem Par 4 und dann man hat eine 5 gespielt und da kann man eine 4 jetzt auf der Scorekarte schreiben für die Handicap-Berechnung. Finde ich auch gut, wenn ich dann eine Brutto-Runde spiele, war das so in der Vergangenheit. Man hat ein ganz schlechtes Loch gespielt, der Ball ist irgendwo weggeflogen, man hat den Ball aufgehoben und einen Strich an dem Loch auf der Scorekarte getan. Und das Problem damit war, man hat dann am Ende kein richtiges Ergebnis. Man wusste nicht, ob man eine 87 oder 89 gespielt hat. Jetzt durch diese Handicap-Berechnung gibt es ganz klare Zahlen und man weiß, man wird wirklich ein Score am Ende der Runde haben. Von Mai bis September werden alle C-Spiel-Turnierrunden handicap-wirksam sein. Also Spielleitungen können nicht mehr solche Turniere als nicht handicap-wirksam erklären. Und nicht vergessen, C-Spielrunden können auch Stableford-C-Spielrunden sein. Natürlich, wenn man sowas wie Scramble spielt, da kann man sich nicht verbessern oder verschlechtern. Aber das finde ich ganz gut. Ich finde, jede Runde soll zählen, damit dein Handicap wirklich deine Spielstärke zeigt. 9-Loch-Runden sind wie früher Handicap wirksam. Aber es gibt eine kleine, meiner Meinung nach, wichtige Änderung. Man hat seine Punkte für die ersten 9 geschafft, sagen wir mal 19 Punkte. In der Vergangenheit hat man dann 18 Punkte dazu bekommen und so hatte man 37 Punkte. Jetzt bekommt man einen Schlag dazu für die nicht gespielte Runde. Das heißt, für die nicht gespielte Runde bekommt man jetzt nur 17 Punkte. Du wirst jetzt ein neues Handicap bekommen, also ein World Handicap Index. Es kann sein, dass dein Spielpartner genau das gleiche Handicap hat wie du, aber wenn die Post kommt, dann seht ihr, dass eure Handicaps jetzt plötzlich anders sind. Das ist natürlich, weil man wird die letzten 20 Runden anschauen, die du schon gespielt hast, und die 8 besten kommen in die Wertung. Das ist alles schon in England passiert
Und die Erfahrung zeigt, dass die Änderung zum alten Handicap so ungefähr ein Schlag ist. So statt Handicap 18 hat man danach zum Beispiel Handicap 19. Handicap-Klassen, Pufferzonen wird es nicht mehr geben. Das ist wirklich alles ein bisschen einfacher. Wie du weißt, die Klassen und Pufferzonen, die waren notwendig, um kompliziert auszurechnen, wie das neue Handicap sein wird. Und in Bezug auf Handicap-Klassen war das in der Vergangenheit unfairerweise so, dass Spieler in Handicap 1, also sehr gute Spieler mit niedrig Handicaps, die konnten keine EDS-Runden spielen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Auch sehr gute Spieler können EDS-Runden spielen. Nur diese EDS-Runden werden nicht EDS genannt, sondern registrierte Privatrunden. So, jetzt geht es um die Implementation des neuen World Handicap Systems im deutschsprachigen Raum. Nun, alles wird wie in der Rest der Welt sein, außer in einem Bereich. Und das möchte ich jetzt ansprechen. Es geht um Privatrunden. Zählen die Privatrunden oder nicht? Wir wissen jetzt, dass die Turnierrunden, die müssen zählen. EDS-Runden oder registrierte Privatrunden, das ist wie früher. Aber was ist, wenn ich einfach so auf die Runde gehe und für mich zähle? Kann ich dieser Score abgeben beim Sekretariat oder zu Hause online? Nur in vielen Ländern ist es so, und es wird schon so praktiziert, dass man das kann. Man muss Privatrunden abgeben. Man muss jede Runde abgeben, was man spielt. Nur das ist nicht der Fall im deutschsprachigen Golfraum. Nur Turnierrunden und registrierte Privatrunden kommen in die Wertung. Ich verstehe das gar nicht, warum das der Fall ist. Das ganze Ziel des neuen Systems ist, dass das aktuelle spielerische Potenzial dargestellt wird. Das ist wirklich das Ziel. Und deswegen kann ich das nicht verstehen, warum man nicht Privatrunden abgeben kann. Dann wird es so sein, dass Golfer, die keine Turniere spielen, die keine EDS-Runden spielen, ein Handicap haben, was höchstwahrscheinlich gar nicht stimmt. Ich finde das nicht gut, weil wenn man dann ein Turnier spielt, wird man vielleicht Schwierigkeiten haben, im Mittelfeld zu landen, weil sein Handicap viel zu hoch ist. Oder wenn man die ganze Zeit übt und ein hohes Handicap von 40 hat und dann spielt man wie ein Spieler mit Handicap 20, man gewinnt natürlich das Turnier, weil das Handicap wieder nicht stimmt. Okay, so das ist nur meine Meinung. Vielen Dank für das Zuschauen und tschüss. Du fragst vielleicht, wo ich bin. Ich bin in dem wunderschönen Botanischen Garten von Kirstenbosch in Kapstadt. So, wenn du die Gelegenheit hast, unbedingt ja kommen.